Hallo Welt, da sind wir wieder. Wieder am Strand. Ah, ja, und ich habe etwas gehört, gelesen in den Kommentaren, dass wenn man einen Meteoriten gefunden hat, dann soll man die Kinder absetzen. Und ja, tatsächlich, und sie bekommen eine Mutation dann, wenn sie noch keine hatten. Und tatsächlich, zwei Babys mit Mutation haben wir jetzt. So funktioniert das also. Ja, vielen Dank für den Tipp. Und da wir mit der ganzen Gruppe unterwegs waren, gibt es ja noch mehr Kinder, die wir absetzen können. Wo sind denn all die Kinder, Träger? Dief! Oh, die sind aber beide schon mutiert. Aber egal, wir setzen sie auch mal ab. Vielleicht bekommen sie eine Doppelmutation. Absetzen. Ja, nochmal. Baby mit spontaner genetischer Mutation ausweichen. Und das andere? Baby mit spontaner genetischer Mutation Intelligenz. Liebe Welt da draußen, da muss man ja erstmal drauf kommen, da kommt man doch gar nicht drauf. Ja, jetzt geht's rund mit unserem Stamm und den Mutationen. Und du? Die haben auch beide schon Mutationen, die beiden hier. Ja, weiter habe ich gelesen, dass diese schwarzen Synapsen, die wir da haben, dass man dafür eben die Aktionen, so wie wir es gemacht haben, dass man die Aktionen ausführen soll und wenn nach einigen Versuchen nichts passieren sollte und die Neuronen nicht ausgewachsen sind, dass man dann etwas falsch macht. Das ist dann also nicht das. Also man muss das nicht 1 Million Mal machen. Warum kann ich hier keinen mehr absetzen? Ach so, wir haben irgendwas in der Hand. Ja, dann leg das doch mal weg. Ah ja, die beiden, die hatten ja schon was. Geschicklichkeit jetzt. Okay, dann noch etwas? Nein, einer von beiden hatte ja schon was. Und tatsächlich, da gehen sie auf. Wow. Ja, das ist ja... Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo was ist. Also nochmal. Diese schwarzen Teile, die wir ja unbedingt freischalten wollen. Hier zum Beispiel, die von einer Gruppe ausgehende Einschüchterung kann noch verbessert werden. Weiteres Training ist nötig. Wir haben ganz viele Tiere ganz, ganz oft eingeschüchtert und so ich gelesen habe, brauchen wir das gar nicht so oft. So, wenn man das so ein paar Mal, ja, ein paar Minuten gemacht hat oder wenn man das jetzt ein Dutzend Mal gemacht hat oder ein paar Dutzend Mal, dann macht man was falsch. Das sollte schneller gehen und dann sollte das hier freigeschaltet werden. Also, das mit den Einschüchtern, da kann ich mir eigentlich nur denken, dass es dann darum geht, dass wir haben ja alle möglichen Tiere eingeschüchtert, da kann ich mir nur vorstellen, dass es zum Beispiel das mächtige Krokodil ist, das wir bis jetzt noch nicht eingeschüchtert haben, das wir dann aber einschüchtern sollten, damit das hier freigeschaltet wird. Oder der mächtige Vogel. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene große Vögel, Pelikane und ja, eben alles diese Vorzeit-Riesenvögel, die sehr gefährlich sind. Also da kann ich mir vorstellen, dass es so etwas ist,
dass wir das eben machen müssen. Aber es ist nicht so, naja, ob es jetzt stimmt, was da in den Kommentaren stand, weiß man nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das gut recherchiert wurde, sonst würde man es ja nicht schreiben. Und dass man das beobachtet hat. Ja, also so oft, wie wir das gemacht haben, muss man das dann wohl nicht. Auch nochmal Einschüchterung hier. Und das, genau. Die Mutationen, die greifen erst, nachdem man einen Evolutionssprung gemacht hat. Und das könnten wir ja jetzt eigentlich machen. Wir haben gerade ziemlich viele Mutationen offen hier. Hier, die Fähigkeit, Nahrungsquellen zu inspizieren, kann verfeinert werden, wenn sie trainiert wird. Ja, und eine genetische Mutation haben wir hier noch nicht, okay. Aber was haben wir denn für welche bekommen? Die neuen, die Babys, also die neuen genetischen Mutationen, gucken wir uns jetzt mal an. Genetisches Potenzial des Babys. Du besitzt erhöhte intellektuelle Fähigkeiten. Diese spontane genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn du das Erwachsenenalter erreicht hast. Gut, also man soll, wenn man eine Mutation hat, die man unbedingt behalten möchte, soll man einen Evolutionssprung machen. Und da haben wir uns ja schon um viele tolle Sachen gebracht. Ja, sehr schade. Ich denke mal, dass, so wie ich das hier verstehe, dass die sowieso dann in der Erblinie bleiben, die Mutationen. Und beim nächsten Evolutionssprung werden die dann hoffentlich dann alle wirken. Noch. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal einen Evolutionssprung wagen und machen. Narr besitzt erhöhte intellektuelle Fähigkeiten. Gwo besitzt erhöhte intellektuelle Fähigkeiten. Und das Baby hier ist genetisch ausgereift. Wuk und die Mitglieder dieser Erblinie, da steht es ja. Die Mitglieder dieser Erblinie werden sich die Position eines weiteren Gegenstands oder Lebewesens merken können. Ja, so viel schon mal dazu. Und hier war, genau, hier ist noch einer. Tok besitzt eine erhöhte Geschicklichkeit. Was hätten wir sonst noch zu lernen? Die allgemeine Effizienz beim Ändern von Gegenständen kann verbessert werden, wenn alle Arten der Veränderung voll entwickelt sind. Alle Arten, also das hier auch. Die Fähigkeit, eine Änderung ohne ein Werkzeug abzuschließen, kann verbessert werden. Eine Änderung ohne ein Werkzeug abzuschließen. Ja, wir haben schon ganz viel gemacht. Stöcke haben wir schon ohne Ende auseinandergenommen, ohne ein Werkzeug. Das ist dann aber wohl auch nicht ganz das Richtige. Kann sein, dass wir vielleicht Kokosnüsse noch pellen müssen oder dass wir ja, diese einfachen Palmwedel, diese Blätter, dass wir die einfach enttarren müssen. Das könnte ja sein. Oh, hier war noch was an der Seite. Haben wir das noch nicht gesehen? Co. besitzt eine erhöhte Fähigkeit, auf Gefahren zu reagieren. Oh ja. Ja, aber sonst haben wir jetzt, glaube ich, alles, oder hatten wir das hier schon? Wum. Wum hat erhöhte körperliche Fitness. Mensch, das hört sich alles so einfach an, aber man muss ja erstmal rausfinden, was ist das Richtige. Die Fähigkeit, ein Objekt mit beiden Händen zu tragen, kann verbessert werden. Ja, mit beiden Händen zu tragen. Aber das haben wir doch auch schon gemacht. Weiteres Training ist nötig, aber da sind wir doch so weit. Vielleicht müssen wir ein anderes Objekt mit beiden Händen tragen. Wir haben, was haben wir getragen? Wir haben die Meteoritenteile, haben wir getragen, ziemlich weit. Die Fähigkeit, sich auf zwei Beinen zu bewegen, kann noch verbessert werden. Weiteres Training ist nötig, außerdem ist eine genetische Mutation nötig. Ja, hier auch eine genetische Mutation, hier ist aber keine und das hier... Die Fähigkeit, ein Geräusch wahrzunehmen, kann weiter spezialisiert werden, wenn sie trainiert wird. Auch da haben wir ein paar Mal reingehört, das war aber auch nicht wirklich was. Der Erfassungsbereich für Schallquellen kann noch verfeinert werden, wenn er ausreichend trainiert wird. Ja, das ist
mehrfach trainiert und wir haben irgendwas falsch gemacht. Vielleicht müssen wir in den Dschungel zurück. Vielleicht gibt es da noch ein paar Dinge, die wir lernen dürfen. Und hier haben wir noch ein wachsendes Neuron. Die Fähigkeit, harmlose Geräusche zu identifizieren, kann verfeinert werden, wenn du hart genug trainierst. Und es wird eine genetische Mutation benötigt. Der Erfassungsbereich für Gerüche kann weiter verfeinert werden. Und wir haben die genetische Mutation, die benötigt wird dafür. Gerüche, also riechen. Hier auch nochmal Gerüche. Und... ah, der Erfassungsbereich für ungenießbare Ressourcen kann durch Training noch verfeinert werden. Und wir brauchen eine genetische Mutation, die haben wir hier und hier sogar. Dann hätten wir hier noch die Fähigkeit, Nahrungsquellen zu inspizieren, kann verfeinert werden, ja. Ja, wie ich schon sagte, also wir machen zwar, aber wohl nicht richtig. Da müssen wir andere Nahrungsquellen finden. Aber was können wir denn noch mit den Händen anstellen? Jetzt hier oben zum Beispiel, ja? Das hier, die Fähigkeit, Änderungen ohne ein Werkzeug abzuschließen, kann verbessert werden. Ohne ein Werkzeug abzuschließen, ja? Wird die genetische? Nee, nur Training brauchen wir. Ja, aber was sollen wir denn da noch machen? Wir haben doch alles gemacht. Wir haben die Kokosnuss gepellt, mehrfach. Vielleicht machen wir das noch ein paar Mal. Und wir haben, ja, wie gesagt, mit den Stöcken haben wir ganz viel gespielt. Das kann es nicht sein. Und, naja, die Palmwedel könnten wir noch machen. Was haben wir sonst noch ohne ein Werkzeug? Weiß ich jetzt gar nicht. Da waren noch ein paar Sachen. Ach, ja, genau. Aloe Vera haben wir auch ganz oft gemacht. Sehr oft. Zwangsweise, mussten wir ja machen. Nö, das kann es auch nicht sein. Dann haben wir vielleicht noch diesen Ackerschachtelhalm. Den haben wir aber auch ein paar Mal gemacht. Ja, okay, das war jetzt nicht ganz so oft. Ich denke, die Kokosnüsse könnten es sein. Wir haben schon lange keine Kokosnüsse mehr geschält. Vielleicht gehen wir da nochmal dran und gucken, ob das damit vielleicht was zu tun hat. Ich glaube das Ganze ja immer noch nicht so richtig, da wir die meisten Aktionen wirklich hundertfach schon gemacht haben. So, wir holen uns mal eine Kokosnuss. Oh, Moment, wir brauchen ein Kind, brauchen wir schon dabei. Vielleicht hatten die Kinder ja sowieso immer eine Mutation schon. Aber jetzt haben wir alle Kinder mit Mutation. Und einige Erwachsene und Greise auch noch dabei. Ah ja, erstmal was trinken, hä? Ja, und auch hier, das mit dem Laufen, das kann ja eigentlich auch nicht... Vielleicht laufen wir im falschen Wasser, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Vielleicht laufen wir im falschen Wasser und sollten irgendwie ins Sumpfgebiet oder so, wenn es damit was zu tun haben könnte. Na, ich weiß ja nicht so recht. Dürfte doch eigentlich nicht, oder? Mit den Gebieten was zu tun haben, ja, ja, einerseits vielleicht schon. Die, unsere Hominiden müssen ja wissen, dass das nicht nur hier in diesem Wasser geht, sondern auch in jedem anderen Wasser, was sie da so vorhaben vielleicht. Was mich auch wundert, es gibt noch die Metabolisierung. Also, dass sich unser Magen anpasst an die Nahrungsquellen, inspizieren einmal. Ach, weißt du nichts damit anzufangen? Nimm mal in die andere Hand und dann guck mal, was da passiert. Ja, mit den Nahrungsquellen bin ich mir nämlich auch nicht so sicher. So, da haben wir sie verändert, ohne ein Werkzeug zu benutzen. Nahrungsquellen, wie war das gleich noch? Okay, hier haben wir doch ein schönes Regal. Da legen wir doch die Nuss mal hier ab. So, und schnappen uns die nächste Nuss. Ja, wir haben Pilze gegessen, wir haben Fleisch gegessen und... aber wir haben eigentlich alles Mögliche gegessen.
Also der Magen, das sollte eigentlich auch schon was passiert sein, aber ich denke, wenn wir da eine Mutation mal hatten, wo sind denn die Nüsse, die wir runtergeschüttelt haben? War da nur eine Nuss bei? Das ist aber ein schlechter Baum hier. Aber da unten ist ein ganzer Haufen Nüsse. Hier ist doch eine. Nein. So, dann machen wir das nochmal hier. Lass mal fallen, das gute Ding. Also Pilze, was wir alles gegessen haben. Da sollte doch schon längst der Magen sich dran gewöhnt haben. Nach 300 Jahren. Wenn man wenigstens ein akustisches Feedback bekommen würde, ja? So, stapeln. Oder das unten mit der neuronalen Energie. Wenn man daran das sehen würde, aber... Man muss das alles selber machen. Rausfinden. Ach da, es hört sich immer so an, als würde irgendwas passieren. Naja, wir haben ja die richtige Aktion wohl gemacht. Ah, vielleicht kann man hier noch angeln. Fischen haben wir nicht so oft gemacht. Naja, und mit den Vögeln müssen wir mal zusehen, dass wir da noch irgendwie was hinbekommen. So, wir grapschen uns noch die beiden Kokosnüsse, die hier irgendwo rumliegen müssten. Ach so, vielleicht sollten wir unsere mächtige Intelligenz mal dafür einsetzen. Sowieso und überhaupt. Riechen vielleicht? Ah, da liegt was. Ganz genau. Ah, und angeln vielleicht, aber hier können wir gar nicht angeln, sehe ich gerade. Na, hier war doch gerade eine Nuss irgendwo. Da. So. Andere Hand. Und nimm mal auseinander das Ding. Andere Hand. Nee, das wird's wohl nicht sein. Wir hätten noch den Tausendfüßler, den wir vielleicht einschüchtern könnten. Man weiß auch nicht, ob wenn man was falsch macht, ob es dann zurückgeht. Auf jeden Fall das mit den Mutationen, den Kindern absetzen, das war schon mal ein super Tipp.
Ja, jetzt haben wir ganz viele gestapelt hier. Und wir gucken noch mal, was wir hier finden. Da scheint noch was am Boden zu liegen. Einiges sogar. Okay, wie heißen die? Stangeria? Stangeria? Ja, darum könnten wir uns noch mal kümmern, dass wir da noch ein paar machen. Ja, ich würde es auch sehr gut finden, dass das Ganze sich beschleunigt, wenn wir das mit unseren Kumpels zusammen machen. Aber so funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich meine, bei den Befehlen, die wir bisher schon erteilt haben und bei den Lehrstunden, die wir gemacht haben mit unseren Kumpels hier, ja, da müssten wir eigentlich kommunikationstechnisch schon ziemlich weit sein. Aber auch da passiert irgendwie nichts. Das ist ein ganzer Stapel hier. Ich finde, das mit dem Laufen, das haben wir schon ziemlich gut drauf. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ja, aber wohin jetzt mit unseren Nüssen? Ich habe das Gefühl, dass es schneller geht. Aber das meine ich immer nur. Und wir sind schon wieder so am Ende. Inspizieren müssen wir auch noch lernen. Na, dann mach rein damit. Was könnte man denn noch machen? Irgendwas ohne Werkzeug? Oder vielleicht den Stock noch ein paar Mal benutzen und Steine umdrehen? Gucken, was unter Steinen ist? Nee, das haben wir auch schon. Ja, so oft nicht gemacht, aber doch ein paar Mal haben wir schon gemacht. Oder was ich auch verstehen würde, wenn sich die ganze Sache dann nur im Schlaf irgendwie bildet, würde ja Sinn ergeben. Oder Moment mal, hier vielleicht, haben wir noch so ein Ding hier irgendwo in der Nähe? Ah ja, hier ist was. Vielleicht müssen wir das erstmal inspizieren. Das kennen wir, okay. Dann nehmen wir das in die andere Hand und verändern das.
Und jetzt nochmal inspizieren vielleicht. Ja, und da fasst er sich an den Kopf und weiß nicht so recht, was wir damit machen sollen, aber vielleicht soll er das gar nicht. Vielleicht soll er sofort wissen, ah ja, das kenne ich, damit kann ich Honig holen oder so. Vielleicht sollen wir jetzt 1 Milliarde Mal Honig holen. Nee, stopp. Ich habe ja gerade gesagt, in den Kommentaren stand, nein, da macht man irgendwas falsch, wenn man das so oft wiederholt und es passiert nichts. Dann muss man was anderes machen. Das soll also nicht so sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wer macht denn das? Das macht ja gar keinen Spaß. Das ist ja langweilig, wenn man immer wieder das Gleiche machen muss. Und keinerlei Fortschritt sieht. Da muss ja was schief laufen. Ohne ein Werkzeug. Das will mir jetzt nicht aus dem Kopf. Ja, und unsere, wer ist das jetzt? Unsere Deck hier ist auf jeden Fall sehr, sehr müde. Vielleicht muss man das auch in einer bestimmten Kombination hintereinander machen. Aber auch das glaube ich irgendwie nicht. Ja, dass man also erstmal die Stangira entblattet, sich dann einen Stock schnappt und den entzweigt. Dann eine Kokosnuss und so weiter, aber auch das glaube ich nicht. Dann gehen wir doch erstmal schlafen und gucken, was passiert. Hinlegen. Ja, und schlafen. Vielleicht ziehen wir nochmal los demnächst. Richtung Dschungel vielleicht wieder. Da ist ja auch einiges zu entdecken. Allerdings... Oh, was sagt die Evolution? Allerdings finde ich den Dschungel ziemlich unübersichtlich. Das wäre hier oben. Ja, die Fähigkeit, eine Änderung ohne ein Werkzeug abzuschließen, kann verbessert werden. Vielleicht müssen wir bauen irgendwie. Das könnten wir in der nächsten Folge mal ausprobieren. Bauen. Einfach überall so ein paar Dinger hinbauen. Ja, so ein paar Barrikaden meine ich. Hier war ja Abstreifen. Die Erfolgsquote beim Ändern ohne Werkzeug hat sich erhöht. Das war Abstreifen. Dann kann das ja jetzt eigentlich nicht Abstreifen sein, da wir hier ja schon Abstreifen haben. Dann müsste das ja was anderes sein. Oh, Moment. Abstreifen. Dann hatten wir hier auch aber nochmal Abstreifen. Das war das mit dem Acker. Mit dem Ackerschachtelhalm. Und das hier aber auch. Nee. Damit hat es nichts zu tun. Angewandte Kraft. Die Erfolgsquote aller Änderungsarten hat sich erhöht. Na, daraus wird man nicht schlau hier. Grobmotorische Fertigkeiten. Die Erfolgsquote bei der Benutzung eines Werkzeugs hat sich erhöht. Objektmanipulation. Die Fähigkeit, einen Gegenstand beim Bewegen von einer Hand in die andere zu wechseln, ist erworben. Oh ja, das war ganz am Anfang. Motorische Fähigkeit, die Fähigkeit, einen Gegenstand von einer Hand in die andere zu wechseln, ist erworben. Ja, das hat ja ganz schön gedauert auch. Kinästhetischer Sinn, die Erfolgsquote eines Konters hat sich erhöht. Na, das wird's wohl kaum sein, ha? Huh? Abstreifen, ja. Ja, was ich hier jetzt noch nicht gesehen habe, ist tatsächlich die Kokosnuss und das hier. Stärke kontrollieren. Die Erfolgsquote beim Ändern mit Hilfe eines Werkzeugs hat sich erhöht. Das dürfte das also auch nicht sein. Na gut, wir werden es nochmal ausprobieren. In der nächsten Folge wird ein bisschen was gebaut, denke ich.
Und wir gehen jetzt mal schlafen. Ja, ja. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.